Mein Gast im Dialog ist Oliver Welke, der Mann, der Woche für Woche Millionen Menschen Freitag für Freitag für Politik begeistert, der Moderator der Heute-Show. Schön, dass Sie da sind. Hallo. Herr Welke, Sie sind ja bekannt als bissiger Satiriker, als versierter Moderator von Fußballsendungen, aber steckt in Ihnen nicht auch ein empfindsamer Romantiker? Ja, vielleicht. Also man muss sich ja auch gelegentlich selber überraschen. Aber es gibt tatsächlich so Momente, wo auch ich melancholisch werde. Ja. Wir sind hier in der Nähe Ihrer Wahlheimat Bonn, im Zentrum der Rheinromantik. Und des guten Rolandsbogen und des guten Wetters, wie man ja gerade wieder merkt. Sie haben sich bewusst für diese Gegend entschieden. Sie sind ja nicht hier geboren, aber Sie haben sich entschieden auch gegen das hippe Berlin, wo ja eigentlich der Stoff läuft, aus dem Sie Woche für Woche Ihre Sendung gestalten. Das stimmt. Es war auch so, als wir uns angemeldet haben beim Einwohnermelder in Bonn, hat uns der Beamte, der uns eingemeindet hat, wirklich ausgelacht. Also er sagte wirklich wörtlich, von Berlin nach Bonn, wer macht denn sowas? Und lachte sich kaputt. Und ich meinte nur, ja, Sie wohnen doch auch hier. Er meinte, ja, ich muss ja. Also das war scheinbar schon ein sehr ungewöhnlicher Schritt nach 14 Jahren Berlin. War auch ein großer Schritt, weil meine Söhne sind ja auch in Berlin geboren, aber es ging ja nicht anders, weil die Sendung in Köln produziert wird und dieses Pendeln, das ging irgendwann nicht mehr. Das heißt, Wahlheimat nur wegen des Jobs? Das klingt jetzt hart, wenn ich das jetzt Bonn so offen sage, aber erstmal ging es um den Job. Bonn kann es ja mal so sehen, wir haben uns gegen Köln und für Bonn entschieden, als klar war, dass wir ins Rheinland ziehen. Ist das auch der Wunsch nach Überschaubarkeit? Ja, ein bisschen. Ich komme ja auch aus der Provinz, bin in Ostwestfalen aufgewachsen, habe in Münster studiert und Bonn hat für mich so genau die richtige Stadtgröße. Es ist noch urban genug, aber es hat natürlich nicht so dieses, sagen wir mal, ganz chaotische, was Berlin manchmal hat. Also ich mag das so. Diese Stadtgröße ist für mich genau richtig. Aber wir mögen es drin vermutlich bei dem Wetter lieber als hier draußen. Gehen wir doch mal rein und unterhalten uns weiter. Sehr gern. Herr Welke, Sie wohnen in Bonn, produzieren Ihre Heute-Show in Köln. Wie wichtig ist denn die Distanz zur Politik, die ja in Berlin stattfindet? Ja, die Distanz ist manchmal ein Problem, weil es uns schwerfällt, Politiker zu überreden, zu uns nach Köln-Mülheim zu kommen. Wenn die so eine Sitzungswoche hinter sich haben, haben die merkwürdigerweise wenig Lust, noch bei uns vorbeizukommen. Aber wenn ich das mit früher vergleiche, als ich noch in Berlin wohnte und die Sendung in Köln gemacht habe, dann habe ich doch sehr oft die Leute, über die wir die Woche vorher geredet haben, im Flieger dann selber getroffen. Und das muss man auch nicht jede Woche haben. So gesehen hat das Distanz ist manchmal unangenehm, oder wie? Ja, man merkt dem einen oder anderen dann doch schon eine latente Verletztheit an oder Gereiztheit. Das ist ja auch menschlich. Wie wichtig ist es denn, eben nicht Teil dieser Berliner Blase, dieser Berliner Politikblase zu sein, wenn man eine Sendung macht wie Ihre? Ich glaube, dass das ganz hilfreich ist. In dem Fall musste ich mich da ja nicht rausziehen, weil als ich noch in Berlin gelebt habe, war ich da ja auch rein privat. Ich bin ja nie bei Veranstaltungen, sehr selten bei Veranstaltungen gewesen, wo man auch mit Politikern zusammengetroffen ist. Aber grundsätzlich, glaube ich, ist das egal, in welchem Genre, immer gut, wenn man ein bisschen Abstand hat. Also ich kenne viele Kollegen aus dem Sport, die früher regelmäßig auch mit Fußballern dann mal so privat um die Häuser gezogen sind. Und das ist dann immer schwierig. Also wenn man sich zu gut kennt, dann, glaube ich, schleichen sich doch unbewusst so Skrupel ein, dem einen oder anderen was mitzugeben, weil man ihn dann doch zu sehr mag. Das heißt, die Beißhemmung leidet darunter. Genau, genau, das kann passieren. Ja. Und gibt es denn auch Versuche, Sie zu vereinnahmen? Haben Sie das auch erlebt? Sie machen 9 Jahre jetzt diese Sendung. Also natürlich gibt es gelegentlich mal, dadurch, dass wir jetzt auch so langsam so ein Netzwerk uns aufgebaut haben, wenn wir bestimmte Fragen haben, die jetzt das Europaparlament betreffen oder so, wissen wir schon, wo wir anrufen, wenn es um irgendwelche Ausschüsse geht oder Hintergrundinformationen. Und dann kann es schon mal passieren, dass die auch von sich aus bei uns anrufen und sagen, habt ihr eigentlich schon die und die Geschichte bemerkt und wisst ihr, was da gerade passiert? Und dann haben die natürlich auch das Anliegen, dass wir das nach vorne schieben in der Sendung. Das ist klar, das ist auch legitim. Ja, aber das fällt ja dann schwer, satirisch damit umzugehen. Weil die melden sich ja dann, wenn sie positiv was wollen. Das ist richtig. Ja. Niemand meldet sich und sagt, ich habe furchtbaren Unsinn gerade erzählt, könnt ihr nicht mal was darüber machen? Das ist bis jetzt noch nicht vorgekommen. Mhm. Nee. Das heißt, es fällt dann aber auch schwer, satirisch so richtig drauf zu hauen, wenn man einmal eben so auch in einen menschlichen Kontakt mit Politikern gekommen ist. Naja, sagen wir mal so, ich bin jetzt tatsächlich mit keinem Politiker privat befreundet. Wenn man sich mal trifft bei so Charity-Veranstaltungen, jetzt gerade in diesem Jahr habe ich mal die Operngala hier in Bonn moderiert, dann trifft man mal 2, 3 Herren, die auch in der Sendung gelegentlich vorkommen. Und dann ist man auch natürlich mal überrascht. Das ist ja oft so, wenn man Leute trifft, die man sonst nur aus den Medien kennt, dass man denkt, der ist ja viel netter, als ich gedacht habe.
Aber ich schaff das eigentlich immer, das aus der Arbeit dann rauszuhalten. Also so nett sind sie dann auch nicht, dass ich dafür auf einen guten Gag verzichte. Aber hat man denn dann manchmal das Gefühl, auch ein bisschen ungerecht gewesen zu sein in der Beurteilung eines Politikers, wenn man ihn kennengelernt hat und sagt, der ist doch eigentlich ganz nett? Na, vor allem mal unabhängig von Nettigkeit, wenn die einem nochmal sozusagen ihre Motive erläutern, warum halt manche Gesetzesvorhaben nicht so geworden sind, wie man ursprünglich mal versprochen hatte, oder warum man bestimmte Entscheidungen getroffen hat, die Öffentlichkeit inklusive heute schon zerrissen hat, dann gibt es natürlich immer eine zweite Seite zu einer Geschichte. Und ich glaube, es ist grundsätzlich gut, auch wenn man Leute nicht persönlich trifft, immer noch mal zu fragen, ist man an irgendeiner Stelle zu weit gegangen? Also es gibt schon 2, 3 Stellen in 9 Jahren heute schon, die ich natürlich gerne noch mal neu verfilmen würde, wenn es eine Zeitmaschine gäbe, weil man da einfach einen Tick zu hart oder zu gnadenlos war. Aber das geht halt nicht, ist technisch nicht möglich. Gut. Ist es eigentlich Teil der DNA von politischer Satire, dass sie politisch eher links verortet ist? Das ist ja was uns, sagen wir mal, gerade seit der Flüchtlingskrise vermehrt entgegenschallt als Kritik. Dass man irgendwie sagt, ihr seid immer auf Seiten der sogenannten Gutmenschen. Was ich übrigens eine schreckliche Formulierung finde. Ich finde es auch schlimm, dass viele Medien das so übernommen haben, als wäre das kein Schimpfwort. Aber wenn man dann die Sendung wirklich regelmäßig guckt und auch, sagen wir mal, unvoreingenommen guckt, selbst wenn man sich mal über die eine oder andere Strecke aufregt, weil wir eine andere Position vertreten, dann merkt man, dass das eigentlich nicht stimmt. Also im Gegensatz zum klassischen Kabarett kriegen bei uns eben auch Parteien aus dem linken Spektrum ganz schön viel ab. Also ich behaupte mal, wenn wir die SPD mal noch als linke Partei bezeichnen wollen, dann gibt es kaum Parteien, die so viel Thema waren in der Heute-Show in den letzten 2, 3 Jahren, wie zum Beispiel die SPD. Auch die Grünen haben es regelmäßig abgekriegt. Ich gebe zu, die Linken sind auch bei uns ein bisschen runtergefallen als kleine Oppositionspartei in der letzten Legislatur. Aber die Behauptung, wir würden es sozusagen immer nur den einen geben und die anderen kriegen es nicht ab, das kann man geradezu empirisch widerlegen. Aber tendenziell ist es schon eher eine linke Veranstaltung, politische Satire. Ja, ich weiß gar nicht, wie man mit den Kategorien heute noch so richtig gut arbeiten kann. Also wenn wir jetzt mal so einen Fall nehmen wie die Flüchtlingskrise, der ja, sagen wir mal, das Land mehr polarisiert hat als alles, was in den Jahren vorher je passiert ist, dann gibt es für mich ja eigentlich nur das Kriterium, welche Fehler hat die Politik gemacht, welche Fehler hat Merkel wirklich gemacht. Und da haben wir zum Beispiel entgegen der landläufigen Meinung von Anfang an gesagt, dass man es natürlich nicht in der Form, wie es passiert ist, bei den Kommunen abladen kann. Und es jetzt überspitzt gesagt, bei wir schaffen das, belassen kann. Wir haben, glaube ich, schon ab September 2015 auch auf langfristige Fehler in der Integrationspolitik hingewiesen. Wir haben aber gleichzeitig immer gesagt, dass wir auch keine Alternative gesehen haben, als in dem Moment zu helfen. Daraus machen dann viele Leute, die sich über die Flüchtlingspolitik noch viel mehr aufregen als wir. Ihr seid irgendwie System-Comedy und seid quasi Klassenclowns, denen Merkel die Texte in den Blog diktiert. Also das ist ja das, womit man dann konfrontiert ist. Und das ist natürlich einfach Quatsch. Sie beschäftigen sich ja sehr intensiv mit Politik, müssen das, tun das aber, wenn ich das richtig beobachte, auch aus Leidenschaft. Fällt es dann schwer, zum Beispiel nicht einer Partei beizutreten, weil das ja dann irgendwie sozusagen auch andere Gestaltungsmöglichkeiten noch eröffnen würde? Und früher gab es Kabarettisten, die ja relativ hemmungslos dann auch Parteien unterstützt haben oder sogar Mitglieder waren. Ja, ich glaube, wenn man sich als Parteimitglied outen würde oder wenn man wirklich Parteimitglied öffentlich wäre, dann würde alles, was man in der Sendung sagt, durch diese Brille beurteilt. Also wir hatten zum Beispiel bei der Kunstfigur Gernot Hasknecht das Problem, dass irgendwann bekannt war, dass der Privatmann Hans-Joachim Heiß, der den spielt, in der SPD aktiv ist in seinem Dorf. Und von da an hieß es dann bei jeder Nummer von der Figur Hasknecht, die sich mit der Union oder der FDP beschäftigt, siehst du, jetzt spricht der SPD-Mann. Das kommt dann halt dabei raus. Ne? Die Leute unterstellen dann, selbst bei einer Kunstfigur, durchgehend Parteilichkeit. Und deswegen weiß ich nicht, ob das so richtig gut wäre für ein Format wie unseres, sich parteipolitisch öffentlich zu engagieren. Also aber für Sie ist das ausgeschlossen? Für mich in der Rolle, die ich in heute schon spiele, ist das vollkommen ausgeschlossen. Weil, wie gesagt, ich würde dann, das wäre so, als wenn ich beim Sport zugeben würde, dass ich Dortmund-Fan bin. Dann kann ich ja keine Spiele gegen Schalke mehr moderieren, weil dann sich alle Schalker-Fans jedes Mal aufregen, wenn sie nur mein Gesicht sehen. Wobei ich durchaus Sportreporter kenne, die also auch ganz klar
offenlegen, wofür sie eine Präferenz haben. Die meisten Kommentatoren machen das eher nicht, weil man nämlich genau dann den Shitstorm im Quadrat kriegt, den man schon als für seine normale Arbeit bekommt. Ist das nur Angst vor dem Shitstorm oder ist das eigentlich nicht auch Ausweis von Professionalität, so eine gewisse Distanz eigentlich zu allen? Ja, absolut. Also es gibt, also sage ich auch ganz ehrlich, im Moment gibt es keine Partei, mit der ich mich so identifizieren könnte, programmatisch, dass ich da Mitglied werden könnte. Die gibt es einfach nicht. Das ist vielleicht auch ein bisschen der Fluch, wenn man sich so im Detail damit beschäftigt. Das wird dann nicht unbedingt attraktiver, einer Partei beizutreten. Aber das ist keine Absage an Demokratie und an die Rolle von Parteien bei der politischen Willensbildung. Im Gegenteil. Also was mir als Privatperson Angst macht, ist, weil das kriegt man ja so mit, wenn man sich auch in meiner Kommunalpolitik umguckt, dass immer weniger Leute Lust haben, nach Feierabend sich zum Beispiel in ihrem Bezirk oder Stadtrat zu engagieren. Wenn man mal gesehen hat, wie die Überalterung gerade auch in der Kommunalpolitik ist, ist klar, dass wir da auch ein biologisches Problem haben. Und wenn wir Demokratie noch mit Leben füllen wollen, muss es auch in 10 und 20 und 30 Jahren noch Leute geben, die das machen. Aber ich in meiner jetzigen Rolle kann das halt aus den genannten Gründen nicht machen. Aber trägt denn Kabarett oder politische Satire nicht auch gelegentlich dazu bei oder ist zumindest eine Gefahr darin, dass sie so eine Politikverdrossenheit schafft, dass man so Politik eben so zum Ablachen gerade noch als Folie benutzt, aber ansonsten sagt, das ist ohnehin eine Mischpoke, die muss einen nicht weiter interessieren. Die da oben. Genau. Ja, nein, ich meine, jetzt gerade, wir leben ja jetzt in einer Phase, wo scheinbar auch die politischen Akteure und viele Parteien nicht mehr selber gestalten wollen, sondern nur noch von der Seitenlinie aus meckern und sagen, was die anderen machen müssten. Also das ist ja die FDP, kein Einzelfall. Das ist ihre Lieblingspartei, die absolut. FDP. Nein, aber Sie, das ist ja ein Trend. Den beobachten wir ja gerade in der Partei insgesamt. Die Debatte gibt es in der SPD. Und alles drängt in die Opposition, weil man eben ohne Reue Versprechungen machen kann. Und das ist natürlich auch ein bisschen unsere Rolle. Das, was ich gerade mit der Seitenlinie beschrieben habe, von draußen meckern, ist natürlich auch das, was Satire macht. Und ich bin mir dieses Dilemmas sehr wohl bewusst. Ich versuche nur immer zu argumentieren, dass, wenn so eine Sendung ordentlich gemacht ist, sie auch den gegenteiligen Effekt haben kann. Also ich glaube, man soll jetzt so eine Unterhaltungssendung wie unsere auch nicht überfrachten mit Sinn und Bedeutung. Aber ich glaube, die Chance besteht darin, gerade auch jüngere Leute, aber auch alle Altersgruppen im Grunde für bestimmte Themen zu interessieren. Weil wir bilden ja ganz bewusst in der Heute-Show nicht nur das ab, worüber sowieso alle reden, sondern wir versuchen ja auch jede Woche ein bis zwei Themen zu setzen, die in den Zeitungen eher auf Seite 17 oder gar nicht vorkommen. Ist ja auch so ein volkspädagogischer Ansatz? Also als Pädagogen, so weit würde ich nicht gehen. Aber wir merken an den Reaktionen, dass gerade diese Themen total gut ankommen. Also wenn wir wie neulich was über Pflegenotstand machen und mal sagen, ja, es geht aber nicht nur darum, immer nur zu sagen, man müsste Pfleger besser bezahlen, da sind alle sofort der Meinung, sondern man muss dann auch mal bereit sein, den Bürgern ehrlich zu sagen, dafür müsst ihr mehr Pflegeversicherung zahlen. Man muss dann auch tiefer bohren und sagen, der Fehler wurde gemacht, als wir anfingen, Pflege zu privatisieren. Von da an mussten auch Altenheime auf einmal gewinnorientiert arbeiten. Und da wird es dann halt spannend und da merkt man auch, dass man einen Nerv trifft bei den Leuten. Und das Ideal ist, wenn Menschen, wir machen ja so eine Strecke dann nur 8-9 Minuten und natürlich gehen wir auch da auf Pointe, das will ich ja gar nicht leugnen. Nochmal, wir sind eine Unterhaltungssendung. Aber wenn Leute das gesehen haben und danach Lust haben, nochmal weiter zu googeln und nachzulesen, dann kann das genau den gegenteiligen Effekt von Politikverdrossenheit haben. Dann kann es halt wirklich sein, also aufklärerisch wirken. Ja, dass wir als Aufklärer zumindest eine Einstiegsdroge sind, wo man halt an bestimmte Themen rangeführt wird. Und nochmal, mein Gefühl ist, dass wir gerade bei diesen Themen, die nicht nur das Wochenaktuelle abdecken, also ich weiß, vor der Sommerpause haben wir mal was über diese von der Bundesregierung gefeierte Betriebsrente gemacht und haben die mal so ein bisschen entschlüsselt. Darauf kriegt man unglaublich viel Resonanz. Also das ist jetzt nicht unser vordergründiger Auftrag, aber wir versuchen das so als Mitnahmeeffekt immer dabei zu haben. Nun funktioniert ja politische Satire dann immer besonders gut, wenn man auch den nötigen Stoff oder die nötigen Personen dafür hat. Gibt es da so Figuren, die besonders ergiebig sind, also wo man weiß, die zeigt man und schon hat man eigentlich, man muss gar nicht viel mehr machen, da läuft so viel im Subtext mit, dass das eigentlich das Lachen schon beinhaltet. Also eine Sendung entwickelt sich ja auch weiter und sagen wir mal so, ein für uns goldenes Zeitalter war natürlich der Anfang der schwarz-gelben Koalition, weil man da natürlich auch... Das war ja auch der Start der Sendung. Naja, genau. Als wir anfingen, 2009, war noch die große Koalition. Und dann im Herbst 2009 kam dann Schwarz-Gelb. Und natürlich gebe ich zu, dass wir wahrscheinlich über Gebühr Rainer Brüderle zum freien Mitarbeiter unserer Sendung damals gemacht haben. Wir haben ihn ja immer untertitelt als Service einfach für die Zuschauer. Und das war eben diese Phase, wo man schon Lacher kriegt, wenn man diese
diesen Namen Brüderle nur nennt oder wo, wenn man FDP sagt. Und das ist dann auch natürlich sehr schnell zu billig. Und der Vorteil und gleichzeitig der Fluch jetzt der letzten Jahre in der Großen Koalition war, dass man immer weniger so Köpfe hat, die überhaupt bereit sind zu polarisieren. Also die klassischen Alpha-Rüden à la Seehofer oder Söder, die sterben ja aus im deutschen Politikbetrieb. Und das kann man beklagen. Also Söder ja, bleibt ihn ja möglicherweise noch länger. Der wird jetzt noch wichtiger, aber er ist trotzdem eine Ausnahmeerscheinung, weil die meisten versuchen eben nicht so sehr zu polarisieren, sondern sind sehr, sehr abwägend. Das hat vielleicht auch mit unserem Internetzeitalter zu tun, dass halt jedes Zitat sofort rumgeht und gedeutet wird. Alle sind super vorsichtig geworden, schon sehr junge Politiker, wollen sich nicht allzu weit auf dem Fenster lehnen. Es rüttelt auch keiner mehr an Zäunen vor Kanzlerämtern, das ist vorbei. Das hat für uns als Satire-Sendung aber wiederum den Vorteil, dass wir gezwungen sind, uns halt wirklich mit Themen auseinanderzusetzen, weil es natürlich bequemer ist, Witze über Köpfe und über Eigenheiten von Menschen zu machen, klar. Das heißt, der Typ des kantigen Politikers, der aber auch entsprechend Angriffsflächen bietet, der nimmt eher ab. Das ist meine Beobachtung jedenfalls. Und ich weiß nicht, woran es genau liegt, aber es ist ja auffällig, dass man auch früher zum Beispiel in der Riege der Ministerpräsidenten immer jede Menge von diesen klassischen Alpha-Rüden hatte, wo man wusste, der oder die steuert langfristig sogar aufs Kanzleramt zu. Das war immer so die Gruppe der Personen, aus denen der nächste Kanzler rekrutiert wurde. Wenn einer zwei Wahlen gewonnen hatte, so wie Schröder, war klar, der ist jetzt reif. Und heute kann man sogar in den Bundesländern mal Umfragen machen und fragen, wie heißt denn euer Ministerpräsident und eure Ministerpräsidentin? Und dann wird mal ernüchternde Erfahrungen machen. Also das ist, hat vielleicht auch mit den Leuten zu tun, aber ich glaube, es hat auch mit dem Typus Politiker zu tun, der gerade unterwegs ist. Sind die da geschulter? Also sind die stärker jetzt fixiert auf ihre Rolle in einer Mediendemokratie, dass sie sagen, keine Angriffsfläche, möglichst ja, ich wie ein Zäpfchen? Absolut. Auch das ist übrigens eine Parallele zu meiner Arbeit im Bereich Fußball. Auch da wird ja jungen Spielern beigebracht. Die haben alle 3 bis 4 Medienberater, schon mit 18, 19 Jahren und klingen dann auch so wie Landtagsabgeordnete. Also man kriegt auch da keine besonders prickelnden Interviews mehr. Und das ist natürlich was, wo man dann auch, wo wir uns als Medienvertreter fragen müssen, wie ist es dazu gekommen, dass die alle so ängstlich geworden sind. Dazu haben wir natürlich beigetragen. Aber dann ist natürlich eigentlich die AfD für Satiriker ein Glücksfall, weil da sind noch viele eher ungeschulte Figuren. Ungehobene Comedy-Schätze. Ja, dann sind wir wieder an dem Punkt, wo ich merke, was gut für die Sendung ist, ist oft nicht gut fürs Land. Also es gibt natürlich, also zwischen der AfD und uns hat sich ja von Anfang an so eine Medienpartnerschaft entwickelt. Und ich weiß auch, als das losging, noch zu den Lucke-Zeiten, da war das so, dass viele Leute gesagt haben, jetzt seid doch nicht so hart und warum seid ihr so gemein zu denen? Wir haben halt von Anfang an den Verdacht gehabt, dass sich der völkische Teil durchsetzt. Wenn man nämlich sozusagen auf Fundamentalopposition setzt und das System an sich ablehnt in Wirklichkeit, dann liegt es in der Natur der Sache, dass sich in so einer Bewegung immer die tendenziell etwas radikaleren und rechteren durchsetzen. Und genau das ist ja die Entwicklung, die die AfD in den letzten 3, 4 Jahren genommen hat. Das haben wir nicht vorhergesagt, aber das war der Grund, warum wir von Anfang an die zum Thema gemacht haben. Aber eigentlich muss man dann ja oder müssen Sie befürchten, dass die auch im Zuge der Zeit lernen, sich geschmeidiger zu verhalten und dann eher zu kamuflieren. Definitiv, es geht ja jetzt schon los. Die sind bei den berühmten Hauptstadtterminen und Umtrünken sind die jetzt schon dabei. Und die wollen ja jetzt nicht jede Woche sich ausschließlich an ihre rechtsextremen Anhänger richten, weil die wissen, das ist auch nur ein kleiner Teil ihrer Anhängerschaft. Also 70% der Leute, die AfD gewählt haben, sagen ja selber, ich finde die jetzt nicht wegen ihrer Inhalte gut, ich wollte den anderen einen mitgeben. Und so gesehen sind die ja auch, sagen wir mal, schlau und gut beraten, wenn sie sich nicht nur an den extremen Teil wenden. Gibt es denn absolute Lieblingsfiguren unter den Politikern, wo Sie sagen, das macht einfach Spaß, sich mit denen auseinanderzusetzen? Ja. Söder ist schon genannt worden. Also natürlich, unser persönlicher Liebling ist Bernd Höcke. Und der eigentlich Björn heißt. Für uns nicht. Aber Sie. Sie sind da einem Missverständnis aufgesessen. Ja, und es ist ja so, dass man dann irgendwann gespiegelt kriegt von Leuten, die ihn auch mal porträtiert haben, dass ihn das tatsächlich wohl auch ärgert, dieser alberne kleine Scherz. Und wenn man das nicht wüsste, hätten wir wahrscheinlich schon längst damit aufgehört. Aber jetzt sind wir an dem Punkt, dass auch seriöse Nachrichtensprecher durcheinander kommen und ihn Bernd nennen. Und jetzt müssen wir ja weitermachen, bis er selber denkt, dass er Bernd heißt. Das muss der Schlusspunkt sein. Aber jenseits von diesem harmlosen und eher oberflächlichen Gag ist es natürlich schon auch eine Figur, mit der wir uns von Anfang an auseinandergesetzt haben. Weil die Tatsache, dass es der angeblich doch so mächtige, gemäßigte Teil der AfD bis heute nicht schafft, sich von einem Mann, der solche Sachen sagt, zu trennen. Alleine diese Tatsache sagt uns ja, dass egal, was jetzt andere Menschen denken, dass es eben keine normale Partei ist. Also eine normale Partei hätte sich natürlich längst
von dem verabschiedet. Gibt denn die FDP noch viel her? Das war ja sozusagen ihre Lieblingspartei über Jahre, ja, die auch viel getragen hat, auch, ich glaube, zum Erfolg beigetragen hat. Nein, es gab Wochen, wo wir schon dachten, mittwochs, das ist aber eine maue Nachrichtenlage, und wo wir uns immer darauf verlassen konnten, die FDP liefert. Also wenn nichts mehr ging, das war so 2011, 2012, dann kam was von der FDP. Und dann haben wir ja sie auch mehrere Jahre in Ruhe gelassen, und jetzt sind sie logischerweise wieder ein Thema. Also die haben natürlich mit Lindner einen absoluten Medienprofi, ja, der ja wirklich wie gemacht ist für eine Mediendemokratie. Macht es der tendenziell schwerer? Ja, bei Lindner ist halt die Kunst, glaube ich, das zu entschlüsseln, was er sagt. Weil was er ja geschafft hat, mit Hilfe, glaube ich, auch von Profis aus der Marketing- und Werbebranche, im Grunde das, was die FDP immer schon gemacht hat, nämlich den ganzen neoliberalen Kram schicker zu verpacken. Also sie haben ja nicht nur dieses Pink ins Parteilogo geholt, sondern sie schmeißen auch mit Begriffen wie modern und German Mood um sich. Wenn man die Programme liest, dann merkt man, klar, auf Seite 8 steht jetzt Bildung und die Steuersenkung steht nur noch jetzt gefühlt auf Seite 23. Aber wenn man hört, für was sie bei den Sondierungen auf dem Weg zu Jamaika gekämpft haben, sind es eigentlich genau die Sachen wie früher. Also er hat es aber wirklich geschickt hingekriegt, dass man glaubt, das ist was Neues. Laut Tucholsky darf ja Satire alles. Heißt das, dass es auch für Sie da keine Grenzen gibt? Das ist natürlich ein immer wiederkehrendes Thema. Wo sind Ihre Grenzen und was darf man und was nicht? Also das wird ja nicht erst seit dem einen oder anderen Ziegengelicht. Ist auch Gegenstand von Diskussion in der Redaktion dann. Absolut, nein. Also das ist das. Also sagen wir so, wenn man als Satiriker interviewt wird, ist das immer eine Standardfrage: Was dürft ihr und was dürft ihr nicht? Das interessiert die Leute. Und da hat sicherlich die ganze Böhmermann-Debatte auch noch mal verschärfend dazu beigetragen. Aber letztlich war es eigentlich schon immer so, dass eine Redaktion das von Fall zu Fall jede Woche neu verhandeln muss. Also man muss dann immer wieder sich fragen: Ist das jetzt zu hart oder geht es hier zu sehr gegen die Person oder geht zu sehr ins Persönliche, und ist es uns bei der Person aber egal, wir nehmen es jetzt in Kauf, weil wir uns aus irgendeinem Grund so über den geärgert haben. Es gibt leider nicht dieses goldene Buch der Satire-Tabus, wo wir immer wieder nachschlagen können, was erlaubt ist und verboten. Also wir müssen uns das jede Woche neu erarbeiten. Ja. Aber da achten Sie schon drauf, auf diese saubere Trennung zwischen Angriffen auf den Menschen und auf Angriffe auf politische Inhalte, auf politische Aussagen. Klar. Also ich will jetzt nicht leugnen, dass es in 9 Jahren heute schon, ich vielleicht auch schon mal den einen oder anderen etwas stumpferen Witz gab. Wir bedienen sicherlich unterschiedlichste Humorfarben, und man könnte jetzt aus dem Archiv sicherlich, neben mir werden ja immer so grafische Geschichten eingeblendet, da könnte der ein oder andere Sigmar Gabriel Dickenwitz sicherlich dabei gewesen sein in unserer Frühphase. Oder die Drohne Willi. Oder die Drohne Willi, auch bei der FDP damals, der Herr Rentschler. Das will ich gar nicht leugnen, aber das waren dann sozusagen kleine Elemente in der Strecke, die trotzdem eine klare Haltung hatte sozusagen. Eigentlich setzen Sie sich ja sonst eher mit den Starken und Mächtigen auseinander. Wie gesagt, darum fällt das auch auf, dass manchmal so skurrile Begleiterscheinungen auf Parteitagen zum Beispiel dann hochgezogen werden, die eigentlich ohne politische Relevanz sind. Wo Sie aber genau wissen, da muss man nur das Bild zeigen und es gibt schon den garantierten Lacher. Also auf Parteitagen zum Beispiel muss einem ja klar sein, man trifft da sowohl auf rhetorisch versiertes Personal, als auch auf Leute, die, sagen wir mal, medial noch nicht so wahnsinnig erfahren sind. Und das ist dann auch so eine Abwägungsgeschichte. Also wenn dann jemand von sich aus und ohne Not als Delegierter auf dem Parteitag anfängt, Quatsch zu reden, wer sind wir, ihn aufzuhalten? Ja. Aber natürlich muss man das ausgleichen, indem man dann bei denen, die wirklich auch politisch Verantwortung tragen, wenn man die dann in demselben Beitrag vors Mikro kriegt, muss man dann halt auch inhaltlich entsprechend hart mal fragen. Haben Sie da auch das gelegentlich bereut? Also wenn Sie dann eben so auch diese Grenzüberschreitung gemacht haben, also wo eine Person dann eigentlich der Lächerlichkeit preisgegeben wurde, wo man sie auch nicht vor sich selbst geschützt hat, aber wo es sich letztlich um eine Person ohne Relevanz handelt. Ja, natürlich. Also das meinte ich ja eben, dass man dann mit dem Abstand bei manchen, wie ich das gerne nenne, Zivilisten, die da einfach in dem Moment zur falschen Zeit am falschen Mikro vorbeigegangen sind oder stehen geblieben sind, nämlich bei unserem, dass einem das manchmal dann auch leid tut. Aber auch da versuchen wir jetzt ja
grundsätzlich nicht Leute als komplette Vollidioten darstellen. Aber entschuldigen mussten Sie sich nie oder haben Sie sich nie? Ich musste mich ja einmal tatsächlich entschuldigen. Das war aber ein redaktioneller Fehler, den ich aber als Moderator gerne auf meine... Politiker. Genau, wir haben einmal... Wir haben ja so ein, muss man erklären, so ein Sichtapparat, Studenten, die für uns die Beiträge, zum Beispiel Phoenix, gucken die ja den ganzen Tag von morgens bis abends. Es wäre für Sie auch mal eine interessante Studie, was das langfristig mit Menschen macht, die den ganzen Tag Phoenix gucken. Das könnten Sie, in dem Raum könnten Sie das, da sitzen welche die Opfer. Schäden? Genau. Welche Schäden? Welche langfristigen tragen? Schäden? Nein, die machen alle noch einen ganz fidelen Eindruck. Und die suchen halt diese Ausschnitte zusammen und wir kriegen von denen halt diesen Schnipsel in das Programm gepackt, wo wir die Ausschnitte herholen. Und da hatte halt jemand schlampig gearbeitet und aus einer Linken ausgerechnet eine AfD-Anhängerin gemacht oder sogar ein Mitglied gemacht. Und das war natürlich total verheerend, weil niemand aus der Redaktion sich in dem einen Fall, das ist seitdem auch nicht wieder vorgekommen, da wird jetzt sehr drauf geachtet, da hatte man sich eben nicht die Mühe gemacht, den ganzen Beitrag zu gucken, sondern nur den Ausschnitt gesehen. Und als das an dem Abend noch rauskam, habe ich die dann auch sofort angerufen und mich natürlich entschuldigt und auch in der Sendung nochmal entschuldigt, weil das darf uns natürlich überhaupt nicht passieren. Was ja in Ihren Sendungen nicht vorkommt, und das wundert ja, weil Sie ja eher amphibisch sind, das heißt, Sie sind politischer Satiriker, Sie schreiben ja auch viel für die Sendung selbst, Sie moderieren sie nicht nur, und auf der anderen Seite aber sehr erfolgreicher und versierter Sportmoderator und Sportkommentator. Das Fußball kommt aber in der Heute-Show generell nicht vor. Ja, es gibt ein paar Ausnahmen. Wir haben natürlich... Spaßfreie Zone? Nee, es ist so, der Fußball kommt dann vor, wenn er sozusagen Politik trifft. Also als zum Beispiel die Entscheidung für Katar und Russland fiel und auch die Korruptionsvorwürfe ja von Anfang an an Bord waren, haben wir das natürlich gemacht in der Heute-Show. Als die Lichtgestalt Franz Beckenbauer auf einmal in anderem Licht dastand, haben wir das gemacht. Wir haben die ganze DFB-Affäre eigentlich sehr breit in der Heute-Show behandelt, aber es muss halt immer eine politische Komponente haben. Also wir haben uns ja doch schon von Anfang an entschieden, unser Brot- und Butter-Thema ist halt Politik, wirklich zu 98-99%. Es kommt ja auch Kultur nicht vor oder Boulevard und eigentlich auch nicht Sport, aber da, wo es halt politisch wird, machen wir das dann schon mal. Fällt Ihnen das denn schwer, diesen Spagat hinzukriegen, also der seriöse, sachkundige Sportmoderator, Sportreporter und dann der Mensch, der eben sich intensiv mit Politik auseinandersetzt und da satirisch Funken draus schlägt? Naja, bei mir, ich habe ja eh so einen merkwürdigen Werdegang. Ich habe ja das mit dem Fußball jetzt wirklich schon über 20 Jahre gemacht, bei Sat.1 viele Jahre und inzwischen seit 6 Jahren beim ZDF. Das hatte sich einfach so ergeben durch eine Verkettung von Zufällen und falschen Freunden, dass ich in den Sport reingeraten bin. Und das hat mir auch immer super Spaß gemacht. Ich habe überhaupt keine Probleme, das zu trennen, wenn ich dann da mit dem Oliver Kahn rumstehe. Wir haben ja auch mittlerweile so eine, das ist jetzt keine, wir versuchen da jetzt nicht auf die Lacher zu gehen, aber wir haben einen sehr jovialen Ton, der aber nicht sozusagen nicht geplant, sondern der hat sich einfach so ergeben. Ich glaube auch, dass eine gute Sportsendung immer auch eine Unterhaltungssendung ist. Das muss nicht so staatstragend verhandelt werden, wie manche denken. Aber trotzdem habe ich natürlich, wenn ich Fußball moderiere, eine reine Servicefunktion. Im Gegensatz zur Heute-Show, wo ich vertraglich verpflichtet bin, mich nach vorne zu spielen, muss ich mich natürlich beim Fußball ein bisschen zurücknehmen und in erster Linie vernünftige Interviews führen. Was ja vermutlich nur wenige wissen, ist, dass Sie schon früh eine Karriere gemacht haben, und zwar als Model. Ja. Für Dosenwürstchen. Würstchen, ja. Wie kam es dazu? Naja, das ist ein klassischer Fall von Kinderarbeit. Mein Vater hat eine kleine Werbeagentur. Aber erlaubt hoffentlich. In dem Fall erlaubt. Ich bin auch nur mit den Würstchen bezahlt worden, die an dem Tag mit im Bild waren. Also es gibt eine Banderole für Heißwürstchen und da bin ich als Vierjähriger mit drauf, wie ich so einen Pappteller halte und grinse. Und mein Vater hat an dem Tag nur die Aufsicht über mich. Der musste mich mitnehmen, weil meine Mutter irgendwas zu tun hatte. Und das Mädchen, das eigentlich auf die Würstchendose hätte kommen sollen, das echte Model, hat halt tierisch rumgezickt. Und der Fotograf war dann irgendwann so wütend, dass er gefragt hat, was denn mit dem großen Kopf, kann der nicht auch eine Wurst halten? Und was ich nicht ahnte, ist, dass dieses Würstchenprodukt dann auf dem Markt und in Supermärkten zu kaufen gab, bis zu meinem, ich glaube, 15., 16. Sind Sie da auch gehänselt worden? Das, als das in meiner Klasse irgendwann rum war, das war nicht schön, muss ich sagen. Aber durch diese Tätigkeit hat ja dann der Kollege Oliver Kalkofe diesen Satz über mich geprägt, der wahrscheinlich am Ende bleiben wird. Er war die Claudia Schiffer der ferkelverarbeitenden Industrie. Und das ist natürlich was, das kann man fast schon auf Grabsteine schreiben. Also das ist schon toll. Aber bis dahin ist ja noch eine Weile Zeit. Ich hoffe doch. Und ich bedanke mich sehr herzlich für dieses Gespräch. Gern geschehen.